dem 5. Dezember veröffentlicht Ubisoft ein neues kostenloses Update für The Crew 2 und wir sind für euch zum Entwickler nach Lyon gefahren, um euch schon jetzt sagen zu können, was euch alles im neuen Update erwartet. Insgesamt kommen mit dem neuen Update 20 neue Aktivitäten auf euch zu. Neue Rennen, neue Live-Events, ein neues Ligasystem, außerdem noch 14 neue Fahrzeuge und natürlich dürfen auch weihnachtlich gestaltete Strecken nicht fehlen. Viel wichtiger als die schöne Weihnachtsstimmung ist jedoch das neue Kernstück des Updates und das ist ganz klar der neue PvP-Modus, bei dem bis zu 8 Spieler direkt gegeneinander antreten können, was viele neue Möglichkeiten mit sich bringt. Aber die wohl wichtigste und gleichzeitig spaßigste Neuerung ist die neue Disziplin Demolition Derby. Der Name ist natürlich Programm und auf den unterschiedlichen Strecken geht es darum, sich mit den anderen Spielern übelst zu battlen. Es geht in erster Linie darum, dem Gegner möglichst viel Schaden zuzufügen, bis hin zur totalen Zerstörung der gegnerischen Fahrzeuge. Das gibt nämlich Punkte und wer die meisten Punkte macht, gewinnt nicht nur, sondern wird natürlich auch nochmal extra belohnt. Das hört sich jetzt erstmal simpel an, aber es ist weitaus mehr als nur zerstören und zerstört werden. Um mehr Feuer in diesen Modus zu bringen, haben die Entwickler nämlich noch zwei wichtige Punkte in den Fokus gestellt. Erstens, es gibt zusätzliche Extras in jedem Level, die jeder Fahrer, der schnell genug ist, einsammeln kann. Dadurch kann er zum Beispiel sein Fahrzeug komplett reparieren lassen, was ihn länger im Spiel lässt, wodurch er mehr Punkte machen kann. Außerdem gibt es noch ein Extra, bei dem ihr deutlich mehr Schaden macht und eure Gegner so viel schneller ausschalten könnt. Und dann gibt es noch ein bis zweimal pro Runde 10.000 Extrapunkte, die einen schnell von den unteren Rängen nach ganz oben katapultieren können. Der zweite wichtige Punkt ist das Leveldesign. Alle Tracks in diesem Modus sind nämlich in sich geschlossene kleine Arenen, was den Spielspaß natürlich extrem fördert, da man die Gegner nicht erst noch großartig suchen muss. Weitaus wichtiger beim Punkt Leveldesign ist aber die Gestaltung der Arenen. So gibt es zum Beispiel eine Arena, die komplett von Wasser umgeben ist. Schon geht es nicht mehr nur um Zerstören und zerstört werden, nein, jetzt reicht schon ein kleiner Schubs an der richtigen Stelle und schon verabschieden sich die Gegner. Aber auch selbst muss man natürlich aufpassen, dass man nicht allzu nah am Wasser gebaut, geparkt hat natürlich. Außerdem gibt es auch noch Arenen, wo euch zum Beispiel Fallen erwarten, die euch ganz schnell ausnocken können. Und auch Jump-Pads oder Bumper, die euch vom Kurs abbringen sollen, sind mit eingebaut, um noch mehr Spaß zu haben. Und Spaß und Abwechslung stehen hier ganz klar im Vordergrund. Jemand, der auf dem ersten Platz ist, mit den meisten Punkten, kann diese auch dadurch natürlich ganz schnell verlieren. Wenn ein anderer ihn in die Falle drängt, geht er drauf und verliert die Punkte. Das garantiert den großen Spaßfaktor hier. Jeder kann Spaß haben und immer noch Erster werden. Ich liebe diese Momente. Ab dem 5. Dezember 2018 steht dann schließlich das neue Update für euch bereit und der große Spaß gepaart mit ein bisschen Weihnachtsstimmung kann beginnen.